Ich heiße Andreas Hunger, komme aus Semmerland-Leutdorf, ist im schönen Erzgebirge und bin 19 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zum Bürokaufmann und die Ausbildung geht über Internet und macht sehr viel Spaß. Also wir wollten eigentlich von Andreas, wenn er aus der Schule raus ist, dass er das Wetter führen kann, dass er praktisch Wetter in Bewegung bleibt, auch in geistiger Bewegung bleibt. Wollten wir für ihn eine Lehrstelle und die Lehrstelle ist so aufgebaut worden, dass er unabhängig von den Eltern lernen tut. Wenn man zu Dodo noch geht, dass er in der normalen Mittelschule war, müsste er ja eigentlich theoretisch eine Berufsausbildung machen wie alle anderen auch, weil er ja die Schule auch wie alle anderen gemacht hat. Das ist ja das. Ja. Na, wie noch als ein normaler Mensch. Nach der Suche nach der Lehrstelle musste auch eine passende Möglichkeit für die Betreuung gefunden werden, weil nämlich die Eltern hatten eigentlich keine Zeit, für den Andreas auch das Berufsleben zu gestalten. Und es sollte eigentlich eine Möglichkeit gefunden werden, für die Zeit, wo er zu Hause lernen tut, über E-Learning zum Bürokaufmann, eine passende Person und eine passende Finanzierungsmöglichkeit zu finden. Ich habe lange gesucht. Ich war erst über einen Integrationsfachdienst im Arbeitsamt. Aber alle beide Institutionen konnten mir nicht helfen. Die haben mich aber praktisch ins Leere rennen lassen. Bis ich durch einen Zufall von dem trägerübergreifenden persönlichen Budget erfahren habe. Und bin der Sache nachgegangen und auch die richtige Ansprechperson gefunden habe. Also das war schon ein bisschen prekär, weil wir haben nicht dort angemeldet, Arbeitsamt und den Berater, den wir bekommen haben, oder der Andreas als erstes. Beim ersten Gespräch war er halt der Meinung, dass halt Kind mit so einer Behinderung, dass das Quatsch ist zu lernen. Und dann hat er halt von Fällen erzählt, die halt auch behindert sei oder halt auch schon gestorben sei. Und das, ja, man kommt sich halt für wie in ein Bestattungsinstitut und nicht auf ein Arbeitsamt. Und ja, und dann ging das nur immer hin und her, bis wir dann irgendwann gesucht haben, nee, wir wollen jetzt jemand anders. Und da hatten wir dann die Frau Jakob und die hat uns eigentlich unterstützt. Warum? Keine Ahnung. Warum das bei ihr funktioniert hat, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Aber es war ziemlich schwierig, auch überhaupt die zu überzeugen, dass der Andreas was lernen soll. Und die hatten dann halt auch eine Psychologin, die irgendwelchen Quatsch erzählt hat, in meinen Augen. Und naja, die haben halt die Behinderung gesagt und das lohnt sich nicht und dann waren die fertig. So. Wir haben jetzt auch unseren Kopf wieder durchgesetzt, wie wir das schon immer gemacht haben, ob das in der Grundschule war oder in der Mittelschule, das haben wir halt wieder gemacht. Es war zwar ziemlich hart, aber irgendwie hat man es doch geschafft. Gut, dass der Nord am 20. September losgegangen ist mit seiner Ausbildung, hat natürlich entsprechend schon bis dort neben der Arbeitskräfte gefunden. Oder jetzt zwei Assistentinnen, die eine praktisch einmal die eine Assistentin 6 Stunden im beruflichen Arbeitsleben begleitet und die eine Teilhabe am Leben macht. Hallo. Neun. Oh, ein Tage können wir lieber. Ja, schon. Ziemlich glatt auf der Straße. Andreas? Der Diana ist da, ich gehe auf Arbeit. Bis dann. Ich habe bestimmt jetzt eine. Ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin, arbeite seit 3 Monaten für den Andreas als Arbeitsassistentin und der Beruf macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ja, stimmt. Die Beantragungszeit ging eigentlich, wo ich das persönliche Budget dann entdeckt habe, dass es für ihn das Richtige ist, ging eigentlich von April bis August. Das war eigentlich die schlimmste Zeit. Also die chaotischste Zeit. Das Herausfinden, wer dafür zuständig ist, was es für Mittel gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Arbeitskräftesuche, was auch schlimm war an sich, weil niemand wusste, was es ist. Bis es dann noch eigentlich genehmigt worden ist, in Bescheid. Kannst du mir mal das Blatt rübergeben? Bitte. Kannst du mir mal das doppeln? Was soll ich denn eingeben, Andrea? Um 520. 520. Ja. Noch irgendwas? Und dann noch 2% davon.
Ja. Das Selbstständige beim Andreas mag halt, dass er sich auf der Arbeit besser wohlfühlt und nicht abhängig ist von den Eltern. Selbstständig ist. Er braucht zwar jede Menge Hilfe und auch in der Pflege jede Menge Hilfe, aber in den Beziehungen, in der Ausbildung und auch in den Unternehmungen in seiner Freizeit, wenn er das Haus verlässt und er holt dann noch die Teilhabe da mit an der Hand, ist es eigentlich für ihn einfacher und auch für die Eltern einfacher. Und viel besser. Tschüss Andreas, wir auf Arbeit, mach's gut. Hallo, ich bin die Assistentin von Andreas und gehe jetzt zu ihm, um ihn abzuholen. Ich kenne den Andreas, seitdem er 12 Jahre alt ist. Da kam er mal mit seinem elektrischen Rollstuhl zu uns hochgefahren. Und letztes Jahr hatte ich ihn in der 10. Klasse das ganze Jahr über in die Schule gefahren und wieder abgeholt mit dem Taxi. Und da haben wir über seine berufliche Laufbahn gesprochen, was er nach der 10. Klasse mal machen möchte. Und da gab es diesen Ausbildungsbetrieb und die Option, zu Hause eine Lehre zu machen. Und ich finde das großartig, weil da ist er in seiner gewohnten Umgebung, hat seinen ganzen Verwandtschaft, Freundeskreis gleich in der Nähe und so hätte er in der Nord gemusst und Kilometer weit weg von hier und hätte eigentlich niemanden gehabt. Also ich unterstütze das voll. Hallo Andreas. Hallo Yvonne. Was ist um 1 Uhr, bist du los? Ja, boah, einfach zwei von. Aber so richtig damit anfangen kann eigentlich das Umfeld nicht, weil eigentlich in den Köpfen drin ist, ein behindertes Kind geht auf eine Förderschule und ein behindertes Kind ist halt dann daheim oder ein behindertes Kind ist halt dann in ein Heim, wenn es nicht geht. So weiter sei die Menschen an sich noch nicht, dass die überlegen, dass man an sich solche Behinderten auch integrieren kann und muss und sollte. So denke ich das. Oder? Ja, die sind eigentlich auch wichtig. Die sind eigentlich wie normale Menschen. Also nach meinen Erfahrungen finde ich es wichtig, dass behinderte Kinder integriert werden. Und was andere Eltern kämpfen, müssen sie kennen. Ganz einfach kämpfen. Und das Beste für ihr Kind wollen und halt kämpfen. Das ist halt das Wichtigste. Und sich nicht von irgendwelchen Ämtern oder von irgendwelchen Leuten beeinflussen lassen, die der Meinung sind, das lohnt sich nicht. Meistens ist es ja so, die Förderschulen und das soll ja alles auch voll gemacht werden. Und da hat man eigentlich fast nie eine Chance. Also ich habe auch eine Frau, das Kind hat so eine ähnliche Krankheit wie der Andreas. Sie wollte eigentlich das Kind auch in der Mittelschule, aber sie hat sich halt abwimmeln lassen. Und das Kind ist halt dann in der Körperbehindertenschule gelandet, weil sie halt nicht standhaft war und halt auch keinen Rückenhalt hatte. Aber was kann man jemandem empfehlen? Das muss man eigentlich mit sich selbst in Reine kommen, wie man das will. Will man, dass das Kind normal aufwächst oder will man es nicht?